Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück, Leute. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ich hier im Pilzkönigreich mache. Nun, inzwischen habe ich den Tipp bekommen. Vielen Dank dafür, TomTown. Wie ich sehen kann, wo die letzten Spezialmünzen sind in einer Welt. Einfach den Bowser Amiibo scannen. Und zwar hier, ohne Onkel Amiibo. Und dann klappt das. Danke, TomTown. Ohne dich wüsste ich es nicht. Und hier sind sie tatsächlich. So. Das ist auch ein fieses Versteck, gell? Und jetzt haben wir schon alle gefunden. Superb. Hier vibriert es irgendwie. Moment. Ist hier oben was? Und jetzt gehen wir gleich wieder zurück ins Kaskadenreich. Ich wollte das nur schnell abschließen. Super. Super, super, super. Und jetzt gehen wir aber zuerst noch in den Shop. Kaufen alles, was es zu kaufen gibt. In dieser Welt. Ja, komm, kletter mal hier hoch. Superb. Oh, das freut mich jetzt richtig. Das freut mich jetzt richtig. So, 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 so. Servus. Ja, her damit. Ein bisschen Sticker kaufen. Wandsticker für unsere Odyssee. Danke. Natürlich. Her damit. Mhm. Mhm. Ein paar Blöcke. Läuft bei uns, Leute. Und jetzt kommen gleich noch schöne Kisten und so ein Miniaturschloss dran. Sehr schön. Ja, wirklich sehr detailgetreu haben sie das nachgebaut. So, wir haben den Laden hier leer gekauft. Komm, wir brauchen ein neues Outfit hier für das Kaskaden-Kingdom. Dann haben wir schon Retromütze. Was kaufen wir für ein Outfit? Wisst ihr was? Wir kaufen uns das Mario Sunshine Outfit. Das passt zwar gar nicht ins Kaskaden-Outfit, aber das muss es ja auch nicht, Leute. So, jetzt lass uns anschauen hier. Mamma mia! Super, super, super. Ja, ich hoffe natürlich immer noch auf ein DLC-Paket von Mario Odyssey, wo man dann auf die Mario Sunshine-Insel kann. Die ist ja anscheinend auch auf der Karte zu sehen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh, guckt uns an, wie schick, ey. Easter Egg. Cool, oder? Ah, der wirft seine Sonnenbrille auch. Okay, komm. Genug geschnackt hier. Kaskaden Kingdom. Here we go. So, komm, das sehen wir uns nicht nochmal an. Wir schauen jetzt nämlich einfach, dass wir hier jetzt so schnell wie möglich, oder halt, was heißt schnell, oder dass wir halt so viel wie möglich finden. Fossilfälle. So, also wir wissen, hier gibt es noch was zu tun. Das mal frage ich den Onkel Amiibo hier. Ja, ja. Ich scanne jetzt mal alle. Ja, mach, 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 mach. Ja, das funktioniert nie gescheit. Aha, Bowser. 5 Minuten, ja. Während diesen 5 Minuten suchen wir diese diese Sterne, diese Monde, die schon markiert sind auf der Karte. Das klappt doch super ab. Nein, ich muss ihn schon anreden. Peach fehlt noch. Das muss sein, Leute. Ja, 5 Minuten. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Listen.
Uns fehlen noch 7 Monde. Und Münzen haben wir alle, zum Glück. Das kriegen wir, glaube ich, relativ gut hin, Leute. So. Also, hier auf jeden Fall. Komm, fliegen wir hin. Wir klappern einfach alles ab. Wir sind so gut. Lass mal hier schauen. Oh. Hier drin, oder wie? Offenbar. Haben wir da was übersehen? Aha. Ja. Irgendwas müssen wir da übersehen haben. So. Noch einmal ganz schön zum Rexy werden hier. Wow. Bloß nicht runterfallen, bitte. Oder doch? Lol, ich glaube, das haben wir übersehen. Ah, okay. Jetzt wissen wir schon, wo unser Mondi ist. Gut versteckt. Raserei in der Dino-Höhle. Das war's auch schon wieder mit unserer Zeit mit dem Dino hier. Au. So, 6 Monde sind's noch, die uns hier noch fehlen. 1, 2. Mhm. 3 werden uns gerade angezeigt und die anderen 3 kommen dann mit Amiibo-Hilfe. So, wo ist das da vorne anscheinend? Hier irgendwo. Oder doch ober mir. Das hier haben wir auf jeden Fall schon erledigt, schon mehrfach, ich weiß, aber ich mache es trotzdem nochmal. Vielleicht ist hier auch eine Hinweiskunst. Keine Ahnung. Einmal hier hoch hin. Nein. Nein. Hier muss es doch sein, oder? Sorry Leute, das ist eine Tüftlerei hier. Muss ich dieses Ding hier kaputt machen? Tatsächlich. Im zerbrochenen Fossil. So, gibt's hier noch ein zerbrochenes Fossil da vorne? Oh, falsch. Ich bin hier ganz falsch. Moment. Hier unten auf jeden Fall. Oder hier in diesem... Ah ja, die Nase leuchtet, oder beziehungsweise das Horn, das Nashorn, lol. Das kann man leicht übersehen. Cool, oder? Sehr cool sogar. Bewacht von einem fossilen Koloss. Ja, ja. So, und einer fehlt uns noch. Ein Mond hier, den wir jetzt schon finden können. Oder der uns jetzt halt angezeigt wird.
Oh, es ist so eine geile Atmosphäre hier, Leute. Ich sag's euch. Der scheint auch hier zu sein. Ich komme jetzt mal mit dem Rexy her. Und zerstöre diese Dinger. So, Onkel Amiibo, ich red dich gleich an. Läuft wie am Schnürchen, Leute. Muss ich schon sagen. Das muss ich euch schon sagen. So, komm. Wir gehen gerne den extra Weg hier, wenn es um uns um Rexy geht. So. Also, wenn, wenn dieser Dino hier nicht im nächsten Mario Kart spielbar ist, oder in Smash, nee. Aber wäre das geil, wenn der irgendwie auf einer Stage vorkommen wird? Von Smash. Hoppla. Oh, ist das cool. Ist das cool, Mann. Guck mal, der soll jetzt mitfliegen mit unserer Odyssey. Oh, so cooles Vieh, ey. Oh, er ist verpufft. Und hier. Darauf muss man aber erstmal kommen, dass diese Stange kaputt gehen kann. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Der alte Strommast. Okay, und jetzt ist es Onkel Amiibo-Zeit. Uns fehlen nämlich noch genau 3 Monde. Onkel Amiibo. Mhm. Okay. Einer ist hier sogar in der Nähe, offenbar. Okay, ich kann wohl mit hier, mit diesem Ding hier was sehen. Sphinx, bist du hier irgendwo? Kann sogar sein, gell? Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Oh, so geile Aussichten hier. Hier ist sie ja. Hier ist sie ja. Superb! Was sagt ihr dazu, Leute? Die Sphinx reist zum Wasserfall. Mhm. Okay, bei Crazy Cap. Ah, okay, das wird wahrscheinlich der sein, den man kaufen kann. Yo. Mhm, und dann fehlt uns jetzt nur noch einer. Wir kommen gut voran. Shopping bei den Fossilfällen. Und jetzt noch hier. Komm, da laufen wir auch noch hin. Wir sind sehr produktiv heute wieder, Leute. Und wieder hier an dieser Stelle. Mhm. Falsch. Aha, ich bin anscheinend genau drauf. Mensch, schnapp ihn dir doch. Aber was genau jetzt hier zu machen ist, das weiß ich noch nicht. Schwebt hier irgendwo irgendwas?
Hier ist doch so ein Felsen eingezeichnet. Hier, dieser Felsen hier. Was ist das? Das da oder wie? Ah, ja, hier. Fies, ey. Mach kaputt. Fast. Komm, ich helfe dir mal. Und her damit. Das war der letzte Mond in dieser Welt. Schon fertig, Leute. Wir haben's. Wir haben fertig, oder? Ach, schade, dass es so eine kleine Welt ist. Aber umso cooler, dass wir es jetzt geschafft haben. Uns bleibt jetzt nur noch eine Aufgabe hier in diesem Level. Und zwar die Aufgabe mit Luigi. So. Hi, Bruderherz. Ey, ich habe dieses Outfit nicht schon... Habe ich dieses Outfit nicht schon vorher irgendwo mal gesehen? Ach egal, steht dir gut, Bruder. Oh ja, das hast du. Nein, eigentlich nicht. Du warst nicht in Mario Sunshine. Also dürftest du dieses Outfit nicht kennen. Ist ja wurscht. Mhm. Yes. Ja, Ballonsuche jetzt erstmal. Wo ist der Startbereich? Oh, es ist Nacht. Ballonsuche. So. Mr. B, ich fange mit dir an. So, 37 Sekunden. Okay, in diese Richtung. Okay. Ernsthaft? Ach so, wir sind hier. Okay. Lol, ich habe den doch gerade hier gesehen. Oh! Erneut. Okay, voll cool, dass der Rex hier Einsatz finden kann. Ich dachte jetzt gerade, hey, wieso ist der so lächerlich versteckt? Aber nee, man muss jetzt erst den Rex holen. Das ist ja cool. Okay, dann gibt es hier in dieser Welt zum Verstecken auch wieder einige Möglichkeiten. Brüll nicht so lange. So lange Zeit haben wir nicht. Guck mal, man sieht ihn schon, den Ballon. Das ist ein bisschen schlecht geladen hier. Sehr cool, ey. Da warten einen wieder einige Rexy-Aufgaben. Oh, nochmal erhöht. Das finde ich ja super. So, wen haben wir hier noch? Mal den von Basti. So, soll ich gleich zum Rexy rennen oder? Natürlich. Okay, ich nehme an, 90% der Leute werden Rexy verwendet haben. Machst du jetzt Cappy, bitte? Oh, die Zeit ist sogar pausiert, während Rexy brüllt. Okay, dann darfst du von mir aus ruhig brellen, bellen oder brüllen, solange du willst. Renn doch darüber. Ah, lol, er ist doch nicht... Das ist fies. Ich dachte, Rexy muss daherkommen. Okay, passt schon. Na, da hätte ich jetzt einen ordentlichen Zeitbonus gekriegt. Auch wieder da unten. Die Frage ist, brauche ich hier Rexy oder nicht? Das ist hier auf jeden Fall die Frage, die... What? Ich will mich verarschen. Achso, ich bin hier ganz falsch, okay. Bin anscheinend auf der falschen Seite. Gut. Ja, heul nicht, Luigi, bitte. Lass mich hier durch. Hä? What the fuck?
Ja, mein Gott, wieso dauert das immer so hundslange? Ist hier irgendwo eine Einwucherung? Ja, sorry, da brauche ich jetzt eine gewisse Zeit hier, bis ich hier mal gefunden habe. Oh, ho, ho. Mama mia. Einfach mal dem Pfeil folgen. Ja, runterspringen, noch weiter runter kann ich nicht. Das ist ein fieser Mond, fieses Ding halt. Fieser Ballon. Oh mein Gott. Genau unter mir. Vielleicht in der Wasserfallhöhle? Das kann ich mir noch vorstellen. Das ist auf jeden Fall sehr fies hier. Ja, Wasserfallhöhle, komm. Das kann sehr gut sein. Wo ist der Wasserfall? Ja, runter mit dir, Mario, Mann. Oh, ja. Hätte Mario sich jetzt sogar besser angestellt, hätte ich es sogar noch geschafft. Wasserfallhöhle, Mann. So fies. Weil der Pfeil, der lenkt einen ja woanders hin. Der Pfeil zeigt schon in die richtige Richtung, aber man denkt sich halt, hey... Man denkt halt in eine andere Richtung. Ich seh nix. Guck mal. Geiles Versteck. So. Die Richtung. Da braucht man sicher Rexy, oder? Bestimmt. Wenn ich schon so viel Zeit habe. Das ist jetzt nicht besonders viel Zeit, aber... Oh mein Gott. Wo ist er denn? Hier drin wäre er gewesen, oder? Ach Scheiße. Ein Schritt entfernt hier. Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber man kann es ja nochmal versuchen. So fies ist das Spiel nicht. Siehste? War genau auf dem Trampolin. Stellt euch vor, Rexy wäre jetzt weggesprungen. Weg vom Ballon. Aber zum Glück hat er ihn gleich aktiviert. 40 Sekunden, wow. Okay, da kann ich auch gleich zu Rexy gehen. Ich nehme es an. So, komm. Oh, Moment.
mich jetzt doch vertan? Aua. Moment. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Lass mir mal hier dem Pfeil folgen. Damit ich weiß, wo ich mit Rexy hingehen muss. Aha. Bleib stehen! Hier auf jeden Fall irgendwo. Hier drin? Nee, das wird zu leicht, oder? Jetzt chill mal, du Zeit! Ich bin nicht dahinter gekommen, es tut mir leid. Auf so einer fliegenden Insel vielleicht? LOL. Ja. Lass mich hier hoch. So. Hier. Aber wo hier? Rexy. Wo? Wo zum fucking Teufel? Okay. Dieser Mond ist mir jetzt tatsächlich... Oder hat dieser Stern... Ballon, Mann! Bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Hier rein zeigt er. Jetzt gib mir doch den Scheiß, Mann! Ja, bleib jetzt stehen! Gibt's hier eine Einwucherung wieder mal? Kann ich hier lang schwimmen? Auch nicht. Wow. Das ist fies. Das ist wirklich fies. Ich bin jetzt ehrgeizig genug, um den hier zu finden. Ja, zeig's mir! Unter mir! Wie komme ich da nach unten? Wie komme ich denn da nach unten? Will mich das Spiel verarschen? Gibt's auch keinen Steg oder so, den ich nehmen könnte? Ist das ein Glitch? Einmal versuche ich es noch. Aber Leute, ich habe echt keine Ahnung, wie genau man sich das hier vorgestellt hat. So. Zeig's mir! Ja, nee, da kann ich nicht rein, es tut mir leid.
Also wird da jetzt echt ein Glitch verwendet? Ich habe keine Ahnung. Oder gibt es da tatsächlich irgendwo unten so eine Höhle oder so einen Spalt, wo man rein kann? Ich habe es nicht rausgefunden. Anderen Ballon. Einen mache ich noch. Wo kriege ich ordentlich Asche? Bei dem da. 94, gut. Ich glaube, da kann ich auch gleich meinen Rexy holen, oder? Aber ich schaue lieber zuerst mal. Hat der wieder denselben Scheiß gemacht wie der davor? Da scheint es irgendeinen berühmten Glitch oder so zu geben. Oder irgendeinen Steg, von dem ich gar nichts weiß. Meine Fresse. Ich komm da nicht unten nach unten, Mann! Fuck! Einfallslose Schweine, ey. Anderen Ballon, bitte. Hey, hey. So, wem kann ich vertrauen? Hier, Bolt. Aha. Oh, shit. Oh, shit, das ist cool. Das ist ein tolles, kreatives Versteck. Das gefällt mir. Das gefällt mir. In den Rippen drin. Du sollst dich nicht heben. Das ist echt ein cooles Versteck. So Leute, jetzt verstecke ich noch meinen Ballon. Und dann haben wir es für heute geschafft. Ballon verstecken. Ich weiß schon genau, wo ich es mache. Es ist jetzt nicht sonderlich schwer. Aber jetzt auf die Schnelle fällt mir nichts Besseres ein. Hier, einfach da unten. Ja, ja, machen wir mal. So, Leute. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wir haben ja echt viel geschafft. Das muss man ja echt sagen. Pilzkönigreich haben wir die Münzen gefunden, hier alle Monde, die uns noch fehlen, und dann noch ein bisschen Zeit mit Luigi verbracht. Ich denke, wir können relativ zufrieden sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß auf eurer eigenen Odyssee. Tschüssi!